okay, hier wird jetzt gerade einer von Schall und Rauch festgenommen, weil der sich geweigert hat, die Straße rüber zu gehen. Was absolut nicht cool ist. Und auch absolut nicht legal, den einfach mitzunehmen, weil er stand nirgendwo in der Sperrzone. Deswegen gucken wir uns die Polizeibeamten genau an. Sie können ihn nicht einfach grundlos mitnehmen, das geht so nicht. Meine Kamera, kannst du mir mal festhalten? Steht die noch da oder was? Willst du mir deine Kamera geben? Ich soll die für dich aufheben, dass die nicht konfiszieren? So, also offiziell Nordkorea-Style, einfach so irgendwelche Leute mitnehmen. Das nennt man Demokratie, hier? Ja. Oh. Ahimsa, Violent Resistance, Violent Resistance. Violent, also er hat sich gerade an die Seite der Absperrung gestellt, wo es absolut legal war, sich hinzustellen. Und die sagen, ich darf da nicht stehen. Er stand auf der Wiese davor, er stand nicht auf der Absperrung. Schwer illegal, also wirklich. Das sind Multimillionäre, die unsere Steuergelder benutzen, aber es steht jemand auf einer Wiese und der hat nicht die Multis, die da im Hotel sind. Peinliche Aktion, Leute. Nicht die Multis, die da in dem Hotel sind. Man sieht sich im Internet, Leute. Das wird auf jeden Fall peinlich für euch. The whole world is watching! 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 Lassen Sie sich jetzt wieder los. Wer glaubt Image? Ich bin eigentlich damit bald in Gefallen, ihr wisst es eh, ja. Hey, also, dass wir da sehr viele Internetplatz haben. Ihr tut euch damit keinen Gefallen, Leute. Es wäre sehr imagefördernd, wenn jetzt damit aufhören würde. Wir provozieren da gar nichts. Ja, kommt der weg, ne? Es war in der Tat erlaubt, da zu stehen. Auf einer Wiese, Leute. Er steht auf einer Wiese. Wow. Wow. Episch. Danke euch. Hey, ich danke dir, dass du das mit dir machen lässt. Ja, ich danke dir auch. Die Plattformen von Amerika bis hierher danken dir. Danke. Danke für diese Bilder, Polizei. Danke. Wir lieben euch dafür. Danke. Du bestätigst genau das, was wir uns denken. Danke. Ja. Order followers. Blind order followers. That's the problem. Blind order followers. Die Leute da machen auch eure Zukunft kaputt. Das ist das Lustige daran. Ich habe jetzt eine Kamera, ich werde ihm über Facebook schreiben und werde ihm die dann wieder zurückgeben, wenn er wieder zurückkommt. Ja. Aber nur, dass ihr das auch wisst, ich habe die Kamera. Und das Gestell davon? Der doch. Wenn mir was passiert, dann gebe ich die Kamera weiter. Das Gestell ist von denen eingesackt, glaube ich. Okay. Ja, der steht da noch. Ja. Der Bank. Wir sollten auch drauf aufpassen. Hey.
Das ist, ich würde am liebsten kurz nach Innsbruck fahren, das hochladen. Dann.